Ja, ne? Da sind wir auch wieder. Das scheint ein Gebietsfehler zu sein. Dass die Kaninchen hier nach einer Weile verschwinden. Das passiert bei manchen Gebieten soll das passieren. Das könnt ihr doch nicht bringen, Gorilla Games. Das muss doch. Was müsst ihr doch testen? Ich meine, das Spiel ist nicht erst seit gestern draußen und ihr seid jetzt keine Firma, die nicht genug Money oder so hat. Rebelleneroberer. Hier nichts, wo ich mich verstecken könnte. Nichts gesehen. Na klar, nur zu. Oh, Zeit zum Angriff. Ich sehe was! Wäre ein bisschen Gras zu viel gewesen? Nein, natürlich nicht. Nachdem die Kaninchen schon verschwinden. Alter, man kann es auch übertreiben, ne? Ja, haha, gib dir doch einfach eine Range von einem halben Kilometer. Also, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie hier ein bisschen verkackt. Die bringen mir nicht unbedingt aktuell wirklich viel Freude in dieses Spiel. Aber du hörst halt... Kannst du auch nicht blocken, ne? Ja.
Alter Schwede. Camp ein bisschen übertrieben, dass man gar nicht mehr weiß, wohin. Eine Seite. Tiere respawnen lassen. Die man eigentlich braucht, um seine Upgrades zu machen. Macht's nicht besser. Also Guerilla Games, ich werde mir den dritten Teil nur dann holen, wenn ihr Verbesserung versprecht. Aber bis jetzt habe ich davon noch nichts gehört. Sorry, bei aller Liebe, ihr habt mich stark enttäuscht. Wo ist denn jetzt hier noch ein Gegner? Da. Kämpfe fühlen sich alle ein bisschen nerviger an. Das, was im ersten Teil so Spaß gemacht hat, haben sie hier einfach verkackt. So. Furche. Ja, den Eingang habe ich gefunden. Und jetzt? So, und nun kann ich auch hier hochklettern irgendwo? Klappt das? Schon sagen. Aber schön, dass uns das Questmarker hier hin erst hier hinführt und dann dahin. Mondfisch, Eule, Kaninchen, Kröten. Nein. Das bedeutet, ich brauche keine Waschbären. Mich natürlich hier durchschleichen. So.
Schön, dass ich da so viele Dornrücken-Stoßzähne finde, wenn die mir nichts bringen. Nee, das mit den Kaninchen versaut mir jetzt eigentlich schon wieder voll den Spielspaß. Finde ich sehr schade. Finde ich natürlich sehr schade. Warum ist das beim Test nicht aufgefallen? Dass es bei solchen Gebieten zu Problemen führt. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, wenn wahrscheinlich, nicht wenn das ein RAM-Problem ist, sondern wenn das Gebiet wahrscheinlich so einen Cut hat. Wenn das Gebiet, wenn die Welt in Gebiete unterteilt ist. Und du dann zum Beispiel eine neue Welt sozusagen spawnst, mehr oder weniger. Also von Abschnitt A zu Abschnitt B, das ist in den zwischen Dingern dann halt schon zu Despawns kommen kann. Dann sollte man aber wenigstens auch dran denken, dass das Spieler nervig finden werden. Wie gesagt, bei einem Indie-Entwickler kann ich es verstehen. Dann sage ich, okay, wenn da jetzt nur so 3-4 Mann halt dran arbeiten, dann brauche ich gar keine mehr, ne? Und wieder despawned. Das kann doch nicht sein. Haube. Ne, brauche ich nicht. Mal Kaninchen. Bis auf die Knochen. Ja, ich weiß. Eben in der Wüste, jetzt in dem Gebiet. Das wird nicht so einfach. Nee, ich finde es halt irgendwie, wie gesagt, mich hat es jetzt komplett abgefuckt. Dass das überhaupt möglich ist. Nicht so hübsch. Mie, ich habe keine Gesundheitstränke mehr. Prairiehund. Prairiehund Haut brauche ich theoretisch nur einmal, habe ich jetzt zweimal, was ganz gut ist. Deutsch brauche eigentlich nur noch kein Nickel. Ist weg. Ist ja doch schade, dass es bei solchen großen Spielen halt auch keinen Kundensupport gibt, wo du halt sagen kannst, hier wurde dran gearbeitet, das ist ein Bug. Weißt du, auf der einen Seite bringen sie die Spiele bugverseucht raus, weil sie zu faul sind, mal ordentliche Tester zu bezahlen. So nach dem Motto, hey, teste unser Spiel und bericht uns unsere Bugs. Wir werden uns sofort bei dir melden oder so. Ja. Und die, diese einstellen, sind halt nicht die, die halt wirklich auch mal ordentlich... Also die meisten haben halt in meinen Augen keinen großen Blick für sowas.
Wir sind dann geblendet, das Spiel zuerst spielen zu dürfen. So, Kaninchenknochen habe ich jetzt insgesamt 4. Kaninchenhaut brauche ich. Krötenechsenknochen, Kaninchenhaut brauche ich insgesamt 4. Wollen wir mal gucken. Rohstoffe. Kaninchenknochen. Was ist denn selten? Prärierundhaut. Hab ich fertig? So, dann kann ich das eigentlich erstmal streichen. Ich habe eine Kaninchenhaut. Eine. Ich habe so viele Kaninchen gejagt, ich krieg Knochen, aber keine Haut. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Ich muss das mal offscreen machen. Ich muss mir mal ordentlich aufschreiben. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, was ich genau brauche, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, Känguru. Yay. Er hat gesessen. Aua! Sagen was du willst, aber der Speer macht nicht wirklich Damage. Glanz, yay, davon brauche ich auch noch was. So ein Präriehund, oder? Ja. Soweit ich weiß, brauche ich. Das muss der Boden aus Metall sein, von dem die Tenacht sprachen. Sieht aus wie eine Brutsteckentür. Aber anders. Die lässt sich nicht hacken.
Wenn ich anders reinkomme, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Auf jeden Fall. Finde einen anderen Eingang. Da ist noch ein Hase. Bestimmt da unten. Das sieht doch schon so danach aus. Frage ist, wie komme ich denn offiziell darunter? Ihr wisst, ich brauche ja noch ein paar Häschen. Dementsprechend macht es vielleicht gar nicht mal so wenig Sinn, dass ich hier nochmal die ganze Zeit so ein bisschen rumgammel. Der Spalt ist riesig. Als wäre die Erde schnell aufgebrochen. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Ja, die Erde besteht nun aus tektonischen Platten. Das bedeutet, dass sich Druck aufbaut. Druck aufbaut, entsteht Spannung. Wenn diese irgendwann nachgibt, macht's Aua Bohaua. Und dann kann es schon mal passieren. Warum springst du runter? Ich hätte jetzt eher gedacht, sie gleitet oder so. Ich guck gerade mal nach der Zeit. Das hoffe ich auch. So, machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.